bleiben würde. Doch George Bär kämpfte um sein Lebenswerk. Mit unendlicher Geduld, mit allen Tricks und Kniffen. Bis zur totalen Erschöpfung. Und sein Bau hatte Bestand bis zum Februar 1945. Dann fallen die Bomben. Dresden und George Bärs Frauenkirche versinken in Schutt und Asche. ...1994 beginnt der Wiederaufbau. Und heute steht sie wieder da. Genauso prachtvoll, wie George Bär sie einst entworfen hatte. ...12.000 Tonnen Stein befinden sich hier. Direkt über meinem Kopf. So viel wiegt nur die Kuppel der Dresdner Frauenkirche. Das ist vom Gewicht her so, als befände sich die halbe Titanic da oben. Aber von außen betrachtet schwingt sich dieser Koloss mit einer unglaublichen Leichtigkeit und Eleganz empor. Es ist diese einzigartige Form, die der Dresdner Frauenkirche zu Weltruhm und zu ihrem Namen verhalf. Die steinerne Glocke. Haben Sie eigentlich gewusst, dass damals diese Kuppel aus Stein aus einer Notlösung heraus entstanden ist? Ausgedacht von zwei Männern, die dafür alles aufs Spiel gesetzt haben? So sah die alte Frauenkirche aus. Nicht gerade ein Schmuckstück. Im Jahre 1723 beschließt der Rat der Stadt, das baufällige Gotteshaus abzutragen und ein neues errichten zu lassen. Es ist noch nicht geklärt, was mit den Gräbern des alten Friedhofs geschehen soll. Da beginnt George Bär bereits mit der Vermessung des Geländes. Er will keine Zeit verlieren. Wer steht hier im Weg? Kommt her, helft mir. Dass der an meinem Lotmittelpunkt liegen muss. Der muss weg, sonst kann ich mit den Vermessungen nicht fortfahren. Los, wir haben noch das ganze Gelände vor uns. Vertrauen Sie mir, wir respektieren... Bär zur Seite steht Johann Gottfried Fehre, der Ratsmaurermeister der Stadt. Bär, was soll das? Lass das. Geh wieder an deine Arbeit, na los. Lass uns bitte ungestört unsere Arbeit machen. Dafür haben wir keine Genehmigung. Wie kannst du jetzt an Genehmigungen denken? Die Zeit läuft uns weg. Das bringt uns in Teufelsküche. Wenn wir immer nur rumsitzen und warten, bis dies oder jenes genehmigt wird, werden wir diese Kirche nie bauen können. Ich will diese Kirche genauso bauen wie du. Aber es muss ehrlich und rechtschaffen sein. Ja, du hast ja recht. Aber weiter einmessen können wir ja schon mal. Die Gräber lassen wir in Ruhe, versprochen. Komm, jetzt hilf mir. Das wird unser Bau, deiner und meiner. Ja, unser Bau. Der alte Friedhof ist aber nicht das einzige Problem, das den Baubeginn verzögert. Denn die neue Kirche entsteht nicht am Stadtrand, sondern mitten in der Stadt. Der Baugrund ist sehr klein, 70 Ellen im Geviert, also etwa 50 mal 50 Meter beträgt das Maß, an das sich Bär zu halten hat. Nicht einmal ein halbes Fußballfeld also. Dazu kommt ein Bau in bester Lage, der das Gesicht Dresdens so nachhaltig prägen wird, muss auch die Zustimmung des sächsischen Kurfürsten August des Starken finden. Und die steht noch aus. Der Bau der Frauenkirche fällt in die Barockzeit. Das ist also eine Phase des Absolutismus in Deutschland. Hier war August der Starke der Herrscher von Kursachsen, als Kurfürst von Sachsen und König von Polen. Und er war derjenige, der die Stadt auch als seine Residenz empfunden hat und auch neu ausgebaut hat. 1697 konvertiert August der Starke zum Katholizismus, um polnischer König werden zu können. Damit bringt er aber seine überwiegend protestantischen Sachsen gegen sich auf. Zur Beschwichtigung garantiert er seinen Untertanen Religionsfreiheit und den Neubau einer protestantischen Kirche im Herzen von Dresden. Doch wie die aussehen sollte, das will der Kurfürst selbst entscheiden. Mit dem Zwinger und dem Stadtschloss hatte er Dresden gerade in eine Perle des Barock verwandelt. Die Frauenkirche sollte sich in dieses Gesamtkunstwerk einfügen. Vorbilder kennt er von seinen Jugendreisen aus ganz Europa. In Venedig hatte es ihm die Kuppel der Kirche Santa Maria della Salute angetan. Und in Rom
der Petersdom, der 1626 in seiner heutigen Gestalt fertiggestellt wurde. Maß aller Dinge in dieser Epoche aber ist Versailles, das Machtzentrum der französischen Könige. Ganz nach diesem Ideal will August der Starke Dresden zu einer europäischen Metropole machen, geprägt von einer Architektur, die seinen Anspruch als absolutistischer Herrscher unterstreicht. Aufgereiht wie an einer Perlenschnur sollen die Prachtbauten an der Elbe eine einzigartige Silhouette bilden. Um die Kirche im Stadtbild sichtbar zu machen, muss George Beer in die Höhe bauen. Ein Prinzip damals wie heute. Wenn Platzmangel herrscht, baut man in den Himmel. Nur, heute stehen den Baumeistern ganz andere Mittel zur Verfügung. Stahl, selbsttragende Konstruktionen, statische Berechnungen. Und ohne all das soll Beer auch noch eine Kuppel auf das Hochhaus bauen. Weithin sichtbar soll sich das Kirchendach über die Stadt erheben. Nur, wie soll das halten? Eine Kuppel aus Holz wäre leicht genug, um vom Mauerwerk getragen zu werden. Und für eine opulente Optik würde dann zu guter Letzt ein Kupfermantel sorgen. Doch so weit ist es noch nicht. George Beer sitzt zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite der Rat der Stadt, der eine neue Kirche bauen will, aber kein Geld dafür aufbringen kann. Auf der anderen Seite der sächsische Kurfürst, August der Starke, der dem Bau nur dann zustimmt, wenn er sich in die prunkvolle Dresdner Skyline einpasst. Also, günstig sollte es sein und protzig aussehen. Beers Lebenstraum drohte an diesem Widerspruch zu scheitern. Jahrelang werden seine Entwürfe geprüft, verworfen, neue erstellt, wieder geprüft und wieder verworfen. Vollstrecker des kurfürstlichen Willens sind Gouverneur Wackerbart und Johann Christoph Knöffel, der Hofarchitekt August des Starken. Sehen wir uns die Pläne an. Jeden Strich, den Beer und Fähre zu Papier bringen, müssen sie den beiden zur Abnahme vorlegen. Gehört zum Gruß. Fast 4 Jahre lang geht das so. Wir sind schon gespannt auf eure neuen Pläne. Kein Vergleich zu euren letzten Entwürfen. Ja, schon viel besser, Bär. Schon besser. Aber die Säulen. Sind diese Säulen in eurer Anlage nicht zu sehr auf Kante gestellt? Was meint ihr, Knöffel? Ein Achteckraum entspricht nicht im geringsten unseren Vorstellungen. Kreisrund soll der Grundriss sein, nach dem Vorbild der Italiener. Augenblick, ich habe vorsorglich noch einen weiteren Entwurf vorbereitet. Und wie soll das Fundament die Last tragen? Wir planen, das Fundament von vornherein schon sehr viel stärker zu bauen. Nun gut, dann arbeitet euren Vorschlag en Detail aus. Und dann sehen wir weiter. Ja. Vielen Dank. Plötzlich doch ein stärkeres Fundament. Was hast du vor? Warte ab. Warte ab. Beer hat es satt. Er kommt nicht weiter und beschließt, dass die hohen Herren ja nicht alles wissen müssen, was er sich ausgedacht hat. Papier ist geduldig. Und was beim Bau alles geschehen wird, wer weiß das schon. Ein letztes Mal ändert Beer den Plan nach Knöffels Wünschen, um endlich die Baugenehmigung zu erhalten. Und dabei gelingt ihm so etwas wie die Quadratur des Kreises. Außen ist die Kirche ein Viereck, innen aber ist sie rund. So soll gebaut werden. Mit einer Kuppel aus Holz und Kupfer. George Beer weiß, dass dieser Plan den Rat der Stadt teuer zu stehen kommen wird.
Doch davon muss der ja erstmal gar nichts wissen. Hauptsache, Bär kann endlich loslegen. Am 26. Juni 1726 hat man endgültig dann Wackerbarth den Startschuss gegeben, den Bau zu errichten. Und von da an begann der Bau nach einem Plan, der noch nicht ganz richtig fertig vorlag. Und das war nun auch typisch für Bär. Der hat immer nicht so pünktlich geliefert. Er sollte eigentlich endlich einen Plan da vorlegen, der nun auch praktikabel war und auch ausführbar war. Und das war eigentlich immer nicht ganz da. Selbst der letzte Plan von ihm war nicht so, dass man hätte sagen können, ja, so sind wir ganz einverstanden. Doch Bär hat, was er will. Inzwischen ist auch die Umbettung des alten Friedhofs geregelt worden. Bär und Fähre können mit der Vermessung des Grundrisses jetzt ganz offiziell beginnen. Sehr gut, danke. Weiter zum nächsten. Hierher bitte. Halt, wartet mal. Ich glaube, eure Position ist nicht ganz richtig. Nicht richtig? Nein, weiter rechts müsste es sein. Komm her und siehst die von hier aus an. Das heißt, wir können uns keinerlei Abweichungen erlauben. Ja, stimmt, sonst genau. Stimmen die Proportionen nicht. Dann fällt uns hier alles zusammen. Das lotrechte Einmessen ist die Basis. Nur so werden sich die Lasten auf alle Mauern gleich verteilen. Diese Stelle hier wurde beim Wiederaufbau der Frauenkirche neu eingemessen. Sie markiert den Lotmittelpunkt. Von diesem winzigen Nagel aus hatte George Bär den gesamten Grundriss der Kirche berechnet. Und wie unglaublich präzise er dabei zu Werke ging mit den Mitteln seiner Zeit, darüber staunten die Experten des Wiederaufbaus. Über einen Kreis um den Mittelpunkt definiert George Bär die beiden Mittelachsen des Bauwerkes. Auf ihnen legt er mit einem weiteren Kreis den Innenraum fest und trägt von dort aus sämtliche Außenmauern in einem festgelegten Radius ein. So entsteht in einem achteckigen Gebäude ein runder Innenraum. Von diesem Grundriss aus müssen Wände und Säulen dann nur noch in die Höhe gezogen werden. Dieser Mittelpunkt hier weicht von dem Mittelpunkt in der Kuppel fast 60 Meter über mir gerade mal um einen Millimeter ab. Der Mann war wirklich ein Genie. Beim Wiederaufbau der Frauenkirche mussten die Architekten von heute verstehen, was in Bärs Kopf vor über 280 Jahren vorgegangen war. Seine Konstruktion sollte originalgetreu wiederhergestellt werden. Außerdem wollte man alle Steine, die von ihrer Substanz her noch tauglich waren, wieder verwenden. Nicht nur, um Kosten zu sparen. Es gehörte zum Konzept des Wiederaufbaus. Diese authentische Rekonstruktion hat man den Begriff einer archäologischen Rekonstruktion geprägt. Das heißt, wirklich so authentisch als möglich nach dem Originalbefund die Kirche wieder zu errichten. 48 Jahre lang war der Trümmerberg nicht angetastet worden. Die spannendste Aufgabe war, zu rekonstruieren, welcher Stein gehört an welche Stelle der alten Kirche. Ein gewaltiges Puzzle. Jeder Stein wird kartiert. Bevor man ihn fotodokumentiert hat, hat er eine Nummer bekommen, sogenannte Fundstücksnummer. Erst nach der Erfassung aller Steine begann die eigentliche Detektivarbeit. Aus dem Fundort eines Steines, seiner Beschaffenheit und Form, versuchten die Architekten, den Platz herauszufinden, an den George Bär ihn gesetzt hatte. Da die Geometrie des Gebäudes so komplex ist, konnten die Architekten nur mit Hilfe eines 3D-Modells prüfen, ob die für den Stein gefundene Position auch wirklich stimmte. Erst dann konnten die Lücken dazwischen mit Neusteinen aufgefüllt werden. Fast die Hälfte der wieder aufgebauten Frauenkirche besteht aus den alten Steinen, die George Bär vermauert hatte. Bär hatte ja noch keinen Edelstahl, noch keinen hochwertigen Beton, hochwertige Mörtel oder so weiter zur Verfügung. Selbst beim Sandstein musste er ja aus allen Regionen der Sächsischen Schweiz bis zum Tharandter Wald Sandstein verwenden, unterschiedlichster Güte. Zum Vergleich, wir haben die
den besten Sandstein von der härtesten Sandsteinbank verwenden können. Nicht wahr? Das sind schon die Unterschiede. Aus über 40 Steinbrüchen des Elbsandsteingebirges hat George Beer seine Steine für den Bau der Frauenkirche liefern lassen. Für den Wiederaufbau erledigte Sprengstoff den harten Job der Steinbrecher. Elbsandstein ist berühmt für seine feine Maserung und helle Farbe. Er ist aber auch besonders fest und witterungsbeständig. Trotzdem mussten alle Steine, die beim Wiederaufbau verwendet wurden, eine Reihe von Tests bestehen. Nach einer einjährigen Klimaprobe, bei der das Material großen Temperaturunterschieden ausgesetzt war, wurde jeder Stein auf seine Druck- und Zugfestigkeit untersucht. Hat er diesen Test bestanden, wird mit Hilfe von Ultraschallwellen die Elastizität geprüft. Je schneller die Wellen durch den Stein dringen, desto dichter und fester ist seine Struktur. George Beer verfügte natürlich nicht über diese modernen Hilfsmittel. Er prüfte die Qualität der Sandsteine nach Gehör. Er nahm einen Meißel und klopfte auf den Stein. Je heller der Ton, desto wahrscheinlicher, dass der Stein kleine Risse hatte. Hören Sie es? Also ich höre nichts. George Beer hat bereits langjährige Erfahrung mit Kirchenbauten in Sachsen. Er ist also kein Anfänger mehr, sondern ein echter Fachmann. Die Organisation eines so aufwendigen Bauprojekts aber wie die Frauenkirche, mit über 300 Steinmetzen, Maurern, Schmieden und Zimmerleuten, ist auch für ihn Neuland. Mit Akribie kümmert er sich um jedes Detail. Der ist gut, nehmt den mit. Beer ist gelernter Zimmermann. In Dresden gilt er als Shootingstar der Branche. Denn auch ohne Meisterbrief hat er es zum Ratszimmermeister gebracht. Was ist denn das? Das sieht nicht gut aus. Als Baumeister der Frauenkirche ist er nun auf dem Gipfel seiner Karriere. Doch er ist nicht mehr der Jüngste. Bei Baubeginn 1726 ist er bereits 60 Jahre alt. Er hat also keine Zeit zu verlieren. Weg mit dem hier, der taugt nichts. Doch die Widrigkeiten, mit denen er zu kämpfen hat, wollen kein Ende nehmen. Zwischen 1726 und 1730 müssen die Bauarbeiten mehrfach unterbrochen werden, weil dem Stadtrat das Geld ausgeht. Es mangelt an Fachkräften und an Material. Um weiterbauen zu können, investiert Beer sogar sein eigenes Geld. Vier harte Jahre liegen hinter ihm, bis er die Frauenkirche schließlich bis zum Kuppelansatz fertiggestellt hat. Ratsmaurermeister Johann Fehre hat George Beer die ganze Zeit mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Die beiden sind Freunde geworden. Im Frühjahr 1730 aber wissen auch sie nicht mehr weiter. Der Rat der Stadt hat einen Baustopp verfügt. Wieder einmal fehlt Geld. Geld für die Kuppel aus Holz und Kupfer. Jetzt rächt sich, dass Beer es nicht so genau nahm mit der Kalkulation der Baukosten. Die Rechnungsbücher sind bis heute erhalten. Das Ergebnis dieser Buchungen ist niederschmetternd. Beer hat ja auch immens überzogen, seine Kostenvoranschläge. Die waren in der ersten Zeit um 88.000 Taler. Am Ende hat der Bau 288 gekostet, also sehr viel mehr. 288.000 Taler sind heute etwa 3,5 Millionen Euro. Die kalkulierten 88.000 Taler hatte Beer bereits nach 2,5 Jahren Bauzeit ausgegeben,
Eine Katastrophe. Ach, Phoebe, ich weiß wirklich nicht weiter. Jetzt kommt der Sommer und alles hier steht still. Wir könnten ja mit dem Kuppelbau beginnen. Aber ohne Geld werden die Arbeiter keinen Finger rühren. Hast du eine Idee? Eine Idee? Wir könnten versuchen, dem Rat der Stadt noch einen Vorschlag zu machen. Einen, der einfach billiger ist als die Kupferkuppel. Noch billiger? Das wird schwer. Immer wieder hatte Bär die einzelnen Gewerke im Preis gedrückt. Und um Geld in die Baukasse zu bekommen, schien nichts undenkbar. Der Rat der Stadt hat eine Biersteuer erhoben und sogar die Versteigerung der Gebetsstuben in der Frauenkirche, den Logenplätzen sozusagen, war beschlossene Sache. Doch was jetzt? Schau mal, hier sind meine Kostenvoranschläge für die Kuppel. Wir können sie doch viel zu niedrig. Ich bin sie schon durchgegangen. Kupfer ist teurer. Wesentlich teurer. Und wie sollen wir dann bitte den Baustoff verhindern? Wir müssen mit den Kosten runter. Wir brauchen einen günstigeren Vorschlag. Soll ich dir sagen, was der Rat vorgeschlagen hat? Die haben eine Lösung. Und wie sieht die aus? Du wirst es nicht glauben. Wir sollen die Kirche einfach oben zumauern. Und zwar ganz ohne Kuppel. Das wäre eine Schande. Willst du das vielleicht? Niemals, auf gar keinen Fall. Mir fällt noch was ein. Aber welchen Geistesblitz der Baumeister hat, das behält er zunächst einmal für sich. Heute kann man sich kaum noch vorstellen, wie die Frauenkirche ausgesehen hätte, wäre sie nach Bärs ersten Entwürfen fertiggestellt worden. Er scheint sich der Finanzierungsprobleme von Anfang an bewusst gewesen zu sein. Denn in seinen Ursprungsplänen fehlt von der hochaufragenden Glockenform der Kuppel jede Spur. Zunächst war an eine hölzerne Kuppel gedacht, allerdings war die sehr stark gedrückt, nicht sehr hoch. Dass es dann doch ganz anders kam, ist der große Coup des George Bär. Frühjahr 1730, Sitzung des Stadtrats. Bär und Fähre sind geladen. Eine Lösung muss her. Aber Fähre ahnt nicht, was sein Freund Bär im Schilde führt. Meine Herren, die Winterpause ist vorbei, doch leider sind unsere Mittel auch im neuen Jahr nicht besser aufgestellt. Es scheint fast so, als könnten wir den Bau nicht zu Ende bringen. Doch nun hat Herr Bär mir folgenden Vorschlag unterbreitet. Wie wir die Kuppel trotzdem bauen und dabei die Kosten sogar senken können. Doch der Vorschlag scheint mir gewagt. Statt aus Kupfer will ihr die Kuppel aus Stein, aus Sandstein bauen. Die Kirche wird uns einstürzen. Ganz unmöglich. Alles unmöglich. Davon hast du mir nichts gesagt. Bist du verrückt geworden? Das ist Wahnsinn. So ist der Bau nicht ausgelegt. Das weißt du genau. Jetzt reg dich bitte nicht so auf. Verdammt. Mach doch, was du willst, aber ohne mich. Ich habe Ihnen eine Probe mitgebracht. Hier, eine Kuppel aus diesem Gestein und unsere finanziellen Probleme sind gelöst. Jahrelang hatten Bär und Fähre wie Pech und Schwefel zusammengehalten. Und jetzt zerbricht diese Freundschaft wegen Bärs Alleingang vor dem Rat. War er denn blind vor Ehrgeiz? Bereit, alles zu tun, um den Bau seiner Frauenkirche zu vollenden? Es mag abenteuerlich klingen, Stein statt Kupfer zu nehmen, aber wir werden nur die besten Steine verwenden. Gut, und woher gedenken Sie, diese Steine zu beziehen, Bär? Sandstein aus dem Grätschner Steinbruch. Aber ist das Fundament stark genug, eine Kuppel aus Stein zu tragen? Ich meine... Ja, es wird die Last tragen.
Konnte man ihm trauen? War sich George Bär wirklich sicher? Und das soll so viel billiger sein? Bei seinen finanziellen Kalkulationen hatte er immer wieder gehörig daneben gelegen. Aber als Baumeister war sein Ruf nach wie vor tadellos. Er galt zu Recht als einer der Besten seiner Zunft. Was aber, wenn er sich dieses eine Mal irrte? Eine Kuppel aus Stein übertraf die Last der Kupferkuppel um ein Vielfaches. War es das Risiko wert? Bärs Vorschlag kam den Stadträten gerade recht. Und es gibt heute nicht wenige, die glauben, dass er genau darauf spekulierte. Also, dass er schon von Anfang an den Bau seiner Steinkuppel im Sinn hatte. Er war ehrgeizig und er war ein Schlitzohr. Vermutlich hatte er deswegen die Fundamente und die Grundmauern stärker ausgelegt, als es zum Bau einer Kupferkuppel notwendig gewesen wäre. Der Rat fordert von Bär und Fähre ein Gutachten über den Bau einer Steinkuppel an. Die einstigen Weggefährten arbeiten jetzt gegeneinander. Herein. Meister Bär, Fähre hat sein Gutachten heute eingereicht. Und was steht drin? Was hat er dem Rat gesagt? Er rät strikt vom Bau einer steinernen Kuppel ab. Danke, Sie können gehen. Wiedersehen. Bär fühlt sich von seinem Freund verraten. Andererseits kommen auch ihm Zweifel an seiner Idee. Denn Fähre war Maurermeister. Er kannte die Belastbarkeit der Steine, die er verbaut hatte. Fähre war kein Feind Bärs oder ein Intrigant oder dergleichen. Das wäre völlig falsch. Er war ein Kollege gewissermaßen, der aber dem Rat, also seinem Brotherrn, nichts aufschwatzen wollte, was Bär manchmal doch gemacht hat. Sondern hier etwas abliefern wollte, was wirklich all seiner handwerklichen Ehre entsprach. Fähre warnt in seinem Gutachten davor, die Last ausschließlich auf die Innenpfeiler zu verteilen. Diese seien bereits durch die Emporen und den unteren Teil der Kuppel stark belastet. Außerdem seien die Pfeiler aus Steinen mit unterschiedlicher Druckfestigkeit gemauert. Eine weitere hohe Belastung führe zu Rissen und unabsehbaren Folgeschäden. Er empfiehlt eine Kuppel aus Holz. Die Bärsche Argumentation geht davon aus, dass die Kuppellast sich auf dieser, nicht nur auf die 8 Pfeiler bezieht, sondern auch auf die Außenwände. George Bär behauptet, die Kuppel ruhe nicht ausschließlich auf den 8 Pfeilern. Diese seien jeweils untereinander mit 2 starken Bögen versehen und würden so die Pfeiler mit den Treppentürmen und den Außenmauern verbinden. Die Last von oben werde also auf das gesamte Mauerwerk und dann in die Fundamente abgeleitet. Jetzt ist man so schlauer als wie zuvor. Wegen der sich widersprechenden Gutachten werden Bär und Fähre erneut ins Rathaus zitiert. Doch dann beschließen die Ratsmitglieder hinter verschlossenen Türen, eine dritte Meinung einzuholen. Ein unabhängiger Experte, ein Niederländer namens De Boot, Generalintendant für Bauwesen, wird bestellt. Was meinst du, was der Rat sagen wird? Ich hoffe das Richtige. Es ist Wahnsinn, was du vorhast. Glaub mir, ich kenne mich besser aus mit Steinen. Dass ausgerechnet du mich im Stich lässt. Es geht doch hier nicht um dich, verdammt nochmal. Es geht um... Verzeihung, aber... Was hat man gesagt? Wie hat der Rat entschieden?
Man hat entschieden, dass die Kuppel aus Stein gebaut wird. An diese Entscheidung hatte wohl keiner der beiden ernsthaft geglaubt. In den Akten ist überliefert, was sich hinter der Tür abspielt. Einem unabhängigen Sachverständigen, de Boot, ist es gelungen, den Rat von Bärs Steinkonstruktion zu überzeugen. Und zwar ganz einfach und anschaulich. Er nimmt ein Stück Zucker, legt es auf den Tisch und drückt drauf. Dann nimmt er ein neues Stück Zucker, legt eine Manschette aus Metall drumherum und drückt wieder drauf. Jetzt hält es dem Druck stand. Auf die Frauenkirche übertragen bedeutet das, wenn Bär um Kuppel und Mauern solche Manschetten, sogenannte Ringanker, spannt, wird der Bau den Druck seiner steinernen Glocke aushalten. Diese Ringanker wurden auch beim Wiederaufbau der Frauenkirche eingesetzt. Sie verhindern, dass die Kuppel sich selbst und die Mauern darunter durch ihr Gewicht auseinanderdrückt. Bär kann also endlich loslegen. Und sogar Fähre lässt sich davon überzeugen, dass die Ringanker dem Bauwerk genügend Stabilität geben. Die beiden begraben das Kriegsbeil und schließen Frieden. Vergeben und vergessen. Und schon bald wird George Bär die Hilfe des Freundes bitter nötig haben. Mit wiedervereinten Kräften treiben die beiden den Bau voran. Und jetzt fließen auch die Mittel wieder. Eine Finanzspritze des Kurfürsten in Höhe von 30.000 Talern ist der größte Batzen. Ferner greift der Rat nochmals in die Stadtkasse und steuert monatlich 500 Taler bei. Die steinerne Kuppel nimmt Gestalt an. Doch die von Bär propagierte preisgünstige Lösung verursacht wiederum Kosten, die er nicht vorhergesehen hatte. Und zwar für die Eisenanker, die de Boot gefordert hatte. Wieder fehlt das Material. Und wieder springt George Bär mit privatem Geld ein, damit der Bau nicht vollständig zum Erliegen kommt. Dass der jahrelange Kampf um seine Frauenkirche nicht spurlos an Bär vorübergegangen ist, bleibt seinem Freund Fähre nicht verborgen. Bin gleich zurück. Nur er selbst ignoriert, dass er schon seit 2 Wochen einen hartnäckigen Husten hat, der ihn eigentlich zur Ruhe zwingen sollte. Fähre macht sich ernsthaft Sorgen. Vertraust du mir denn immer noch nicht? Du siehst doch, wir machen Fortschritte. Alles sieht sehr gut aus. Aber darum geht es nicht. Wir sind noch nicht fertig. Dann wissen wir, ob der Unterbau trägt. Das muss doch für die Ewigkeit halten. Das wird es ganz sicher. Ich garantiere es dir. Darauf kannst du. Was ist denn los mit dir? Komm mit rein. Inzwischen ist George Bär 65 Jahre alt. Vielleicht spürt er, dass er die Vollendung seines Lebenswerks nicht mehr erleben wird. Vielleicht ahnt er auch, dass der Husten das Symptom einer todbringenden Krankheit ist. George Bär hat Tuberkulose. Gerade haben uns 2 Zimmerleute verlassen. Auf der Baustelle am Zwinger zahlt man besser. Warte. Trink. Danke. Was willst du jetzt tun? Es nützt ja alles nichts. Ich werde mir Geld borgen müssen. Die Mitgift meiner Frau habe ich schon aufgebraucht. Ich verstehe dich nicht. Wofür das alles? Ist es das wert? Manchmal weiß ich es auch nicht mehr. Ich will es einfach zu Ende bringen. Versprichst du, mir einen letzten Wunsch zu erfüllen? Thank you.
Tatsächlich erlebt George Beer nicht mehr die Fertigstellung seiner Frauenkirche. Er stirbt am 16. März 1738, kurz vor Bauende. Wenige Monate nach seinem Tod wird die steinerne Kuppel vollendet. Schon damals zieht sie berühmte Künstler aus ganz Europa an. Maler wie Caspar David Friedrich, Carl Gustav Carus oder Bernardo Bellotto, genannt Canaletto. Monumental und schwerelos zugleich. So präsentierte sich das neue Wahrzeichen Dresdens. Genauso wie George Beer es sich vorgestellt hatte. Doch der Streit um die Standfestigkeit der steinernen Glocke ging auch nach deren Fertigstellung heftig weiter. Denn schon bald traten Risse an den Pfeilern und Bögen auf, die die gewaltige Kuppellast auffangen mussten. Heute weiß man, dass die Last sich zwar genauso verteilte, wie Baumeister Beer es berechnet hatte, doch die Ringanker, die seinen Bau zusammenhielten, waren nicht wie heute üblich aus Stahl, sondern aus Eisen. Und Eisen gibt mit der Zeit nach. Die Idee des Zimmermanns war also vollkommen richtig. Beers Konstruktion widerstand zwei Jahrhunderte lang Wind und Wetter. Und sogar preußischen Kanonenkugeln. Dann lass den alten Trotzkopf eben stehen, soll Friedrich II. Von Preußen resigniert gesagt haben, als seine Kugeln bei der Belagerung von Dresden an der Frauenkirche abprallten. So erzählt man es sich zumindest. Fast zwei Jahrhunderte lang prägt die steinerne Glocke das Stadtbild Dresdens. Wie eine Krone ragt sie aus dem Meer barocker und klassizistischer Bauten empor. Dann tauchen erste Risse in Pfeilern und Grundmauern auf. In den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wird das Bauwerk Beers noch einmal von Grund auf erneuert und stabilisiert. Für die kommenden Jahrhunderte, so glaubte man. Dann aber kommt der Krieg und mit ihm die Zerstörung. Dies sind Aufnahmen des letzten Konzertes, das in der Frauenkirche gegeben wird. Man spielt Mozart C-Moll. Es ist der 17. Dezember 1944. Zwei Monate später werfen die Alliierten über 2600 Tonnen Spreng- und Brandbomben auf die Stadt. Der Feuersturm macht Dresden dem Erdboden gleich. Kein Stein steht mehr auf dem anderen. 80% der historischen Innenstadt sind vernichtet. Zehntausende Menschen sterben. Auch viele Flüchtlinge, die sich in der Stadt sicher glaubten. Die Frauenkirche stürzt einen Tag nach dem verheerenden Brand ein. Man hat doch dummerweise, muss man sagen, die Fenster nicht vermauert. Denn die Feuer sind von den angrenzenden Häusern in den Bau hineingeschlagen und haben die hölzernen Emporen in Brand gesetzt. Und Sandstein ist ja nicht hitzebeständig. Es entwickelten sich also viele tausend Grad Hitze und haben den Sandstein zerbröseln lassen, sodass dann ein Pfeiler nachgegeben hat. Wir wissen ziemlich genau, welcher Pfeiler. Das war der im Südwesten. Und dann ist die ganze Kuppel nachgestürzt, weil der eine Pfeiler nicht mehr haltbar war. Es ist genau das eingetreten, was dieses Zuckerstück da, das Vergleich mit dem Zuckerstück, dann sagte. Dennoch hätte das Werk George Beers vielleicht auch diesem Inferno standhalten können. Hätte man den Brand von dem Raum fernhalten können, dann wäre das wohl nicht passiert. In der Stadt müssen nach dem Krieg 30 Millionen Tonnen Schutt beseitigt werden. Dass dabei die Trümmer der Frauenkirche nicht den allgemeinen Aufräumarbeiten zum Opfer fallen, grenzt an ein Wunder. Und auch während des sozialistischen Aufbaus in der DDR
stehen die Überreste mehrfach zur Disposition. Doch sie bleiben unangetastet, als Mahnmal gegen Krieg und Zerstörung. Ein Trümmerberg von 71 x 74 Metern Grundfläche und einer Höhe von über 17 Metern. Das ist der Zustand der Frauenkirche im Jahr 1990. 45 Jahre nach dem Krieg, im Jahr der Wiedervereinigung, engagieren sich Dresdner Bürger dafür, ihre Frauenkirche wieder aufzubauen. Sie soll wieder ihren Platz unter den berühmten Bauten dieser Welt erhalten. Denn sie hat etwas Einzigartiges. Nirgendwo sonst gibt es eine Kuppel dieser Größe mit einer steil aufsteigenden Form, ganz aus Stein. Als die Entrümmerungsarbeiten 1994 schon so gut wie abgeschlossen sind, entdeckt man das Grabmal George Beers. Man hatte ihm also doch seinen letzten Wunsch erfüllt, in den Mauern seiner Frauenkirche bestattet zu sein. Fraglos ist das, was George Beer geschaffen hatte, einzigartig. Und für seine Zeit war es gewagt. Sicherlich gewagter, als es der damalige Stand von Wissenschaft und Technik zuließ. Welcher Architekt würde sich denn heute noch trauen, ein so außergewöhnliches Bauwerk ohne Haftpflichtversicherung, Expertengutachten und ohne statische Berechnungen am Computer durchzuführen? Den möchte ich sehen. Den gibt es heute wahrscheinlich nicht mehr. Mit Spenden aus aller Welt wurde der Wiederaufbau der Frauenkirche 2005 vollendet. Heute ragt ihre steinerne Kuppel wieder stolz über dem Panorama Dresdens empor. Ganz so, wie George Beer es gewollt hatte.